Sonnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist, dass du diese Legung gefunden hast oder dass diese Legung vielleicht dich gefunden hat. Und das weißt du nicht. Das weißt du nicht oder das erwartest du nicht. Das ist so das Thema dieser Legung. Und schau einfach, inwieweit du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst, denn es ist eine allgemeine Legung und es kann sein, dass zum Beispiel nicht alles, nicht zu 100% mit dir, deiner Situation übereinstimmen wird. Mit irgendetwas rechnest du nicht, dass das wird vielleicht eine Überraschung für dich sein. Ich werde zuerst ein paar Orakelkarten für dich ziehen, was das so sein wird. Damit rechnest du nicht. Nehmen wir erstmal drei. Damit rechnest du nicht. Das Erwachen. Das könnte auch so ein Beginn sein, Neubeginn. Etwas wird neu entstehen in deinem Leben. Etwas wird sichtbar werden. Etwas wird erkannt werden, etwas dringt zu dir durch, etwas wird bewusst werden endlich, ja, aber das habe ich hier sehr, sehr positiv, ja, also die Zeit des Erwachens, Frühlingserwachen, das geht so in diese Richtung hier bei dir, ja, und vielleicht vermutest du das gar nicht und dieses Frühlingserwachen kann in jedem Bereich deines Lebens passieren, ja. Da wirst du geweckt werden, da wirst du zum Leben wieder erweckt werden, irgendwie in irgendeiner Form. Da wird etwas, wie gesagt, Neues beginnen, da werden sich Türen öffnen für dich und damit rechnest du nicht. Damit rechnest du ganz und gar nicht. Vielleicht bist du so in deinem Trott, ja, und schaust immer auf den Boden. Ich sehe jemanden, der so in seinem Trott ist, in seinem Hamsterrad, schaut immer auf den Boden, guckt nicht nach links und rechts, schon gar nicht nach oben. Und das wird hier passieren. Du wirst auf einmal anhalten, ja, auf einmal ist so ein Stopp. Du guckst nach links, du guckst nach rechts, du guckst nach oben. Wow, was sehe ich da, ja? So was habe ich hier für dich. Die Freiheit. Du wirst frei sein, du wirst dich frei fühlen, du wirst dich befreit fühlen. Ich habe hier vielleicht sogar für einige das eine Nachricht mit der Taube hier, ja, dass eine Nachricht dir die Freiheit bringen wird, einen befreienden Moment. Vielleicht irgendeine Information, wo du denken wirst, puh, Gott sei Dank, wow, toll, ja. Also die Freiheit in irgendeiner Form wird sich bei dir einstellen in deinem Leben, in irgendeinem Bereich deines Lebens. Dich, wie gesagt, frei fühlen oder befreit fühlen. Etwas könnte dich hier befreien, ein befreiender Moment. Das bedeutet auch für einige, etwas fällt weg, etwas spielt keine Rolle mehr, etwas ist nicht mehr existent. Und das ist auch gut so, weil du kannst dich jetzt entfalten, weil Freiheit bedeutet, ja, du kannst eigentlich im Prinzip machen, was du willst, ja. Du bist frei. Du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst denken, was du willst. Du kannst machen, was du willst, ja. Irgendwie bekomme ich hier sowas. Vielleicht nicht auf das ganze Leben bezogen, aber vielleicht ein Bereich deines Lebens oder vielleicht zwei, ja. Das habe ich hier. Für dich, dann habe ich hier Balance. Also, das ist die Balance. Ja, du wirst alles unter einen Hut bringen, alles ausbalancieren in deinem Leben. Da, wo zu wenig ist, wirst du mehr haben. Da, wo zu viel ist, wird dir was weggenommen werden. Oder du schaffst diesen Ausgleich, Balance. Jemand für dich schafft diesen Ausgleich, diese Balance. Das ist hier auch so ein bisschen so die Karte der Harmonie, könnte man auch so sagen, ja, so ein bisschen alles harmonisch, im Einklang mit dir selber sein, mit allem, was ist im Einklang sein, ja, hier siehst du eine Ballerina, also Leichtigkeit auch, ja, Leichtigkeit, Freude, Schönheit im Hintergrund hast du, schöne Sachen und die Ballerina ist auch hier sehr schön, also die Schönheit wird eine Rolle spielen in deinem Leben. Kann sein, dass du dich leicht und schön fühlen wirst. Kann sein, ja. Aber zumindest habe ich hier, irgendwie wird sich alles ausgleichen. Du bekommst den Ausgleich, den du brauchst. Oder den Ausgleich,
den die Situation braucht in irgendeiner Form hier, ja, bekomme ich. Und wie gesagt, mehr harmonisch, mehr Harmonie im Leben, Harmonie mit anderen Menschen verspüren, vielleicht auch so auf einer freundschaftlichen Ebene so vielen begegnen, ja. Sowas habe ich hier für dich als allererstes, aber was weißt du nicht? Weil das weißt du nicht, das erwartest du nicht so. Das erwartest du nicht, dass es so kommt. Die vier der Münzen. Du erwartest vielleicht nicht, dass alles dir gehört, weil hier habe ich einen Drachen und der Drache, ihm gehört dieser Schatz und keiner nimmt ihm was weg. Es ist aber hier auch noch so ein Loch in der Decke und dieser Drache, immer wenn er will, kann er rausfliegen und machen, was er möchte. Das ist hier auch diese Freiheit, ja. Und kommt aber wieder zurück in seine Höhle und da ist alles so, wie es war. Da hat man die Stabilität, da hat man auch die Ressourcen, da hat man alles so, was man haben möchte, ja. Ja, nimmt dir, also niemand nimmt dir irgendetwas weg. Das ist auch so die Karte. Aber ich schaue mir das Ganze noch genauer an. Das Ass der Kelche. Die Liebe klopft an die Tür. Die Gefühle klopfen an deine Tür. Werden an deine Tür klopfen. Das erwartest du nicht. Du könntest jemanden kennenlernen. Das ist egal, ob du jetzt jemanden hast. Ja, ob du vielleicht in einer Verbindung bist oder nicht. Vielleicht bist du Single. Vielleicht hast du jemanden. Aber ich habe hier. Du wirst jemanden kennenlernen. Und das ist eine Chance. Das ist eine Chance für dich. Die Neun der Schwerter und die Königin der Kelche. Neun der Schwerter, das ist hier so ein bisschen Angst haben, Bedenken haben, vielleicht auch ein bisschen sich in irgendetwas verrannt reingesteigert haben. Ich gucke mir das Ganze an und du rechnest nicht damit, dass sich das so und so entwickeln, entfalten wird, dass so und so das kommt. Die Neun der Münzen. Also die Stabilität, das stabile kleine Glück. Im zum Beispiel häuslichen Bereich oder im Beruf, auf deiner Arbeit. Niemand wird dir irgendetwas wegnehmen. Da dein Posten zum Beispiel ist sicher, ja, dein Arbeitsplatz ist dir sicher. Du wirst aber auch hier alles, was du hast, behalten können und noch was anderes kommt dazu. Das ist hier nicht groß, das ist hier so ein bisschen, ja, das kleine Glück, aber das kommt noch dazu, zusätzlich obendrauf noch. Du wirst hier eine gute Zeit haben. Du fühlst dich wohl, da wo du bist, wirst du dich wohlfühlen, fühlst dich wohl. Ich habe hier im Hintergrund jemanden, der über dich wacht, der dich beschützt. Das kann jemand im tatsächlichen Leben sein, kann aber auch zum Beispiel jemand sein, der dir so über die Schulter guckt, wenn du was machst. Das überprüft, was du so machst, ja. Dieser Mensch ist dir wohlgesonnen. Mag dich sehr, ist auf deiner Seite, soll ich jemanden sagen. Beschützt dich auch. Ich habe hier so eine Eule. Ihr seid beide auf der gleichen Ebene, ja? Wellenlänge, gleiche Wellenlänge, gleiche Schwingung. Und diese Eule, dieser Mensch unterstützt dich, schaut auf dich, beschützt dich auch so ein bisschen. Und ich habe hier aber auch, das könnte jemand aus der anderen Ebene sein, aus der anderen Welt sein, ja. Und da ist jemand immer bei dir, soll ich sagen, und beschützt dich, behütet dich und schaut nach dir, dass es dir gut geht, dass immer wieder für dich das zumindest das kleine Glück da ist, ja. Nicht das Riesengroße, aber das kleine Glück, das reicht manchmal auch, ja. Damit es dir gut geht, dass du dich gut fühlst, dass dir an nichts mangelt. Ich habe hier keine großen Reichtümer. Hier vielleicht so ein bisschen schon so ein Schatz, aber das ist eher, damit gemeint ist eher so das, was du hast und könnte noch ein bisschen mehr werden. Und damit rechnest du vielleicht nicht, dass da noch was ein bisschen dazu kommt. Ich habe hier keine Berge aus Gold, aber schon hier etwas Gutes. Womit du auch in Resonanz gehen wirst, weil das Herz ist hier wie eine Blume und sie strahlt, ja. Die Blume strahlt, das Herz strahlt, ist offen und kann empfangen, kann auf Empfang gehen. Das kann natürlich auch etwas hier mit der Liebe zu tun haben.
Kann hier auch etwas mit der Liebe zu tun haben. Muss nicht unbedingt nur mit den Finanzen oder Beruf haben. Das ist sozusagen so die Vorbereitung darauf. Kann auch hier so gesehen werden, ja. Aber ich habe hier auch ein Treffen für dich, ein glückliches Treffen, ein schönes Treffen mit einer Freundin, mit einem Freund, ein gutes Gespräch, gutes Essen bekomme ich. Ich bekomme bei diesen Karten niemals sowas, ja, aber hier in dieser Legung schon. Also du fühlst dich wohl und du wirst auch nicht so viel Geld ausgeben, habe ich hier. Du könntest ein Schnäppchen machen, vielleicht brauchst du etwas, vielleicht musst du etwas kaufen, vielleicht musst du etwas besorgen, vielleicht musst du irgendetwas bezahlen oder sowas. Und ich habe das hier so, dass das irgendwie wie ein Schnäppchen für dich sein wird. Du könntest sogar noch irgendwie einen Gewinn machen, keine Ahnung. Also so in diese Richtung geht das Ganze, habe ich hier, wenn es um Geld und Anschaffungen geht, ja. Ich lege das mal einfach mal hier so hin, damit man die Karten sieht. Und hier habe ich noch das Ass der Kelche. Womit rechnest du da nicht? Naja, du rechnest nicht damit, dass die Liebe irgendwie sich in deinem Leben zeigen wird, dass du flirten kannst, dass du jemanden kennenlernen kannst, dass da irgendwie ein Austausch zwischen zwei Menschen, der Beginn, ja, das ist der Beginn, das ist am Anfang stattfinden wird. Damit rechnest du irgendwie nicht. Schau mal. Die drei der Schwerter, ja, weil du noch so verletzt bist. Vielleicht ist aber auch der andere Mensch irgendwie verletzt. Und der Mond. Ja, das ist hier etwas, damit rechnest du nicht, dass sich mit jemandem hier irgendetwas ergeben könnte. Eine neue Liebe, ein neuer Anfang mit jemandem auf einer guten, schönen Ebene. Ich habe das hier so... Das wird nicht sofort so sein, als wäre man sorglos. Da ist irgendetwas bei euch beiden, was irgendwie was aus der Vergangenheit, was für Kummer und Sorgen gesorgt hat. Und deswegen kann man nicht so von Anfang an so unbeschwert, total leicht aufeinander zugehen, dieses Kennenlernen. Da ist etwas im Hintergrund aus der Vergangenheit, wo man sich vielleicht noch ein bisschen fürchtet, wo man nicht so ganz weiß, wie die Schritte aussehen sollen. Ich habe hier auch ein bisschen zögerlich, ein bisschen sich zurückhaltend, aber nichtsdestotrotz wirst du hier jemanden kennenlernen, jemand möchte dich kennenlernen. Ich habe hier so eine Annäherung, aber sehr langsam, sehr bedacht, sehr bedeckt. Erwarte kein Wunder hier in dieser Situation. Das könnte sehr lange dauern, bis man sich wirklich nahe kommt, ja? Weil vielleicht du, vielleicht der andere Mensch, vielleicht aber auch ihr beide müsst hier aus diesem Sumpf rauskommen. Negative Gefühle, Verletzungen, Traurigkeit, Trauer über einen Verlust, über zum Beispiel jemand hat dich verlassen, du hast vielleicht jemanden verlassen, ja? Herzschmerz, vielleicht noch Liebeskummer irgendwo so. Das könnte bei euch beiden noch ein Thema sein, noch. Das könnte Jahre her sein, aber trotzdem, ja. Und das ist hier so ein bisschen, man wird nicht so ganz wissen, wo bin ich bei dem anderen, wo stehe ich da, wie fühlt der andere. Ja, ich habe hier so ein bisschen so eine undurchsichtige Geschichte, aber trotzdem, man kann sich kennenlernen, man kann sich beschnuppern und das wird dauern, bis man wirklich zum Beispiel zusammen ist, wenn man zusammen sein möchte. Ja, aber hier ist die Möglichkeit, hier ist die Chance. Aber wie gesagt, das könnte so ein bisschen auch Fragezeichen irgendwo bei dir erzeugen. Du wirst dich fragen, so, hä, warum jetzt das? Ja, ich habe hier den Mond. Man wird nach dir schmachten. So ist es hier. Man schaut den Mond an und heult. Ja, also man wird schon Gefühle haben und ich habe hier schon tiefe Gefühle dann. Ja, aber trotzdem irgendwie ist es so, der Anfang wird nicht so einfach sein, sagen wir mal so. Aber trotzdem gibt es einen Anfang. Ja, in der Liebe. Ein Kennenlernen, jemand kommt da, man kann etwas anfangen, man kann etwas draus machen. So was habe ich hier für dich, damit rechnest du vielleicht gar nicht. Die 9 der Schwerter. Sorgen, Probleme, Ängste, schlaflose Nächte. Man weiß nicht so ganz, wie das so sein wird, ob das überhaupt was sein wird.
Und die, da habe ich die 7 der Münzen. Das dauert noch ein bisschen. Dieser Zustand wird bei dir noch ein bisschen andauern. Ja, aber mit den 7 der Münzen, die Zeit ist fast reif, soll ich dir sagen. Und die Früchte wirst du ernten. Also das, dieses, da, so tragisch ist es hier nicht. So problematisch ist es hier nicht, soll ich dir sagen. Oder die Phase geht jetzt zu Ende. Diese unsichere Phase bei dir geht jetzt zu Ende. Das zeigen mir hier die 7 der Münzen. Vielleicht im beruflichen Bereich, vielleicht finanziell, vielleicht aber auch in irgendeinem anderen Bereich deines Lebens. Ich hab dich hier so ein bisschen mit Sorge, mit Ängsten, mit Problemen, nicht wissen, oh mein Gott, wird es überhaupt noch was? Werde ich da noch irgendwie auf den grünen Zweig kommen? Ich habe hier voll Angst, dass alles in die Hose geht, dass eine Katastrophe kommt, dass ich mit diesem Problem überhaupt nicht klarkomme. Ja, und da habe ich hier für dich, du wirst aus da rauskommen. Und es dauert noch ein bisschen, 7 Tage, 7 Wochen, ja, 9 Tage, 9 Wochen, weil das ist keine Legung für sehr lange Zeiträume. Und Du wirst eine, ja, das wird aus diesen Sorgen, wird etwas Konkretes entstehen. Also zum Beispiel, du hast einen Baum gepflanzt und du weißt nicht, ob dieser Baum diese Früchte tragen wird und du eine reiche Ernte einfahren wirst. Wirst du, soll ich dir sagen, wirst du, ja. Ich werde noch eine Karte da drauflegen, damit es so ein bisschen klarer ist. Ja, der Ritter der Stäbe und das ist hier eine, vielleicht befindest du dich seit längerer Zeit in diesem Zustand und auf einmal, zack, verändert sich das Ganze, weil ich habe hier so einen plötzlichen Wechsel. Der Baum vielleicht trägt keine Früchte und du stehst an einem Morgen auf und auf einmal trägt der Baum Früchte und die sind schon reif. So bekomme ich das hier. Am Abend zuvor war da gar nichts, nicht mal eine Blüte. Und auf einmal, du wachst auf, gehst zu dem Baum, schaust dir dann, wow, woher soll ich so viele Körbe nehmen, um diese ganzen Äpfel da zu verstauen, ja? So habe ich das hier. Das wird auf einmal, als würde man so einen Schalter umlegen, als würde man aus Schwarz-Weiß machen, also ja, aus Nacht wird auf einmal Tag und es ist ein sonniger Tag und es ist ein warmer Tag und es ist ein wunderschöner Tag. Also du wirst schon irgendwie, ich habe bei einigen so einen überraschenden Moment hier. Ja, gut, sehr gut, positiv, auf jeden Fall positiv. Die Königin der Kelche, warum ist sie hier? Da sind irgendwelche Schranken, Beschränkungen, kein Kontakt, vielleicht wenig Kontakt, falscher Umgang, aber es wird gut werden, ja, mit den 10 der Münzen. Vielleicht ist es so, ich weiß nicht, vielleicht bist du das, vielleicht ist es jemand in deinem Leben, ich habe hier die Königin der Kelche, das könnte auch eine Verwandte, ein Verwandter sein, jemand, der deinem Herzen sehr, sehr nahe steht. Könnte zum Beispiel auch eine Gegenüber sein, ein Herzensmensch, vielleicht dein Partner, deine Partnerin. Und ich habe das hier so, dass dieser Mensch so ein bisschen eingesperrt ist, in irgendetwas verwickelt vielleicht auch. Kommt da nicht so ganz raus, sieht keinen Ausweg mehr. Oder bis jetzt hat keinen Ausweg gesehen, eher so. Hat sich da in irgendetwas verrannt, ist in irgendetwas verstrickt. Vielleicht ist es auch alles nur in seinem oder ihrem Kopf. Kann auch so sein, dass man über seinen eigenen Tellerrand nicht gucken kann oder will. Das kann auch sogar so sein, dass der Mensch das nicht will. Weil da, wo er ist, wo er sich befindet, ist es okay. Es ist ungemütlich, aber es ist okay, ja. Und da habe ich sowas wie, dass irgendwie daraus eine das stabile Glück wird. Also ich habe auch sowas wie,
Bitte veränder mich nicht. Da, wo ich bin, fühle ich mich wohl, obwohl das ungemütlich ist, ja? Oder ich bin hier nur in diesem eingegrenzten Raum, bewege ich mich da. Es sieht für dich vielleicht so aus, dass das nicht gut ist für mich, aber für mich ist es gut. Ich weiß nicht, ja? Bitte hol mich aus meiner Komfortzone nicht raus. Ich bin nicht bereit, aus meiner Komfortzone herauszukommen. Ich bin nicht bereit, da dieser Mensch möchte dir das sagen. Vielleicht bist du das auch. Ja, vielleicht möchte jemand, dass du deine Komfortzone verlässt oder diesen sicheren Raum verlässt, diesen sicheren Abschnitt verlässt. Vielleicht möchte das jemand. Und ich habe das hier so, wenn du das nicht möchtest, dann mach das nicht. Dann bleib da, wo du bist. Denn das gibt dir auch eine bestimmte Form von Glück, Sicherheit, Zufriedenheit, ja. Du musst dich nicht immer so über die Kante schubsen lassen, ja. Und dann fällst du irgendwo hin, wo du nicht weißt, wo du hinkommst, ja. Das habe ich hier am Ende irgendwie. Und das kann zum Beispiel jemand sein aus deinem näheren Umfeld oder das kannst du sein. Also diese Komfortzone bitte jetzt nicht verlassen oder niemanden drängen, die Komfortzone zu verlassen. Das ist jetzt momentan nicht gut. Ja, das soll ich jetzt hier am Ende irgendjemanden sagen. Ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir bist und ja, warst. Damit rechnest du nicht und damit hast du nicht gerechnet, ja, was hier alles so auf dem Tisch liegt. Wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren, liken, schreib mir einen Kommentar, ob du in Resonanz gegangen bist, ob das hier etwas für dich war, ob du hier etwas erfahren hast, würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für deinen Kommentar, aber auch für dein Like und für dein Abo. Lieben, lieben Dank. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.